bin Bezirkssprecher für Amnesty International in Stuttgart-Nordwürttemberg. Wir freuen uns sehr, dass der Stuttgarter Friedenspreis der Anstifter in diesem Jahr an Julian Assange geht. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass hier die mediale Aufmerksamkeit gerade in dieser Zeit sehr hoch bleibt, damit die Rechtsverdreher in den Behörden nicht die Chance nutzen, die Auslieferung noch durchzusetzen. Ja, lasst uns diese Aufmerksamkeit versuchen, weiter aufrechtzuerhalten. Wir brauchen natürlich die Medien auch dazu. Stuttgarter Zeitung hat mich sehr gefreut, dass offensichtlich auch berichtet wird von dieser Veranstaltung. Ich möchte auf zwei Dinge eingehen. Einmal die Aktion, die Amnesty zu Julian Assange laufen hat. Und dann auch etwas zu den Gerüchten, Amnesty würde nichts tun. Da gibt es auch einen offenen Brief, da sage ich auch noch was dazu. Schon 2009 hat die britische Amnesty-Sektion den Media Award in der Kategorie New Media an die Enthüllungsplattform WikiLeaks verliehen. Das heißt, schon vor der Verhaftung von Julian Assange hatte sich Amnesty öffentlich auch eingesetzt für diese Art des Enthüllungsjournalismus. Ich möchte auf die aktuelle Petition eingehen, die wir laufen haben seit Februar, seit die Anhörungen vor Gericht in Großbritannien laufen. Die Petition hat den Titel USA müssen Anklage gegen Julian Assange fallen lassen. Die ist gerichtet an den US-Justizminister. Wir haben bis heute, ich habe das vorhin nachgeschaut, 22.875 Teilnahmen an dieser Petition. Das heißt, sie läuft online. Ihr könnt online dran teilnehmen. Ein paar Punkte aus dieser Petition. Ich kürze das ab, ihr könnt das alle nachlesen. Die Behörden in den USA müssen alle Anklagepunkte gegen Julian Assange fallen lassen, die sich auf seine Arbeit mit WikiLeaks beziehen. Die USA haben Assange jahrelang unnachgiebig verfolgt. Das ist ein Angriff auf das Recht auf freie Meinungsäußerung. Julian Assange wird derzeit wegen eines Auslieferungsantrags der USA in Belmarsh, einem Hochsicherheitsgefängnis in Großbritannien, festgehalten. Amnesty International lehnt eine Auslieferung und jede andere Form der Überstellung von Julian Assange an die USA entschieden ab. Dort drohen ihm schwere Menschenrechtsverletzungen wie Folter und andere Misshandlungen aufgrund der zu erwartenden Misshandlungen, wie zum Beispiel lang andauernde Einzelhaft. Die Haftbedingungen jetzt sind ja schon sehr schlecht. Insofern hat sich seit Februar hier auch ist die Petition nicht mehr ganz aktuell, läuft ja schon seit Februar. Julian Assange war das Ziel einer negativen öffentlichen Kampagne von US-Beamtinnen auf höchster Ebene. Dadurch wurde sein Recht auf Unschuldsvermutung untergraben. Ihm droht daher ein unfaires Gerichtsverfahren. Julian Assanges Veröffentlichung enthüllter Dokumente auf WikiLeaks darf nicht bestraft werden, da dies ein alltägliches Vorgehen im investigativen Journalismus ist. Eine Anklage gegen Julian Assange könnte andere Journalistinnen und Journalisten davon abhalten, ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrzunehmen. Also herzliche Einladung, diese Petition an den US-amerikanischen Justizminister William P. Barr mit abzuschicken. Ich möchte kurz auf einen offenen Brief an Amnesty eingehen. Ich habe vorhin schon gesagt, dass es Gerüchte gibt, Amnesty würde nichts tun im Fall Assange. Wir haben natürlich genauso wie bei Edward Snowden, der auch im Briefmarathon ein Fall war, oder Chelsea Manning, haben wir uns genauso für Julian Assange eingesetzt.
und tun das jetzt auch. Wir sind ausgeschlossen worden, als Gerichtsbeobachter dabei zu sein bei den Anhörungen. Die Newsweek findet das auch sehr skandalös. Also ich kann nur sagen, dass Amnesty hier mit Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen und wir hier in Stuttgart vor Ort auch an dem Fall dran sind. Kurz den offenen Brief noch zitiert. Da heißt es: Mit großem Befremden stellen wir jedoch fest, dass sich Amnesty Deutschland im Falle des inhaftierten Journalisten Julian Assange über mehrere Jahre hinweg weder mit einer Initiative zu dessen Freilassung eingesetzt, noch in sonstiger Weise zu den bestehenden Menschenrechtsverletzungen in seinem Fall zu Wort gemeldet hat. Da kann ich nur sagen, das ist falsch. Ihr könnt den Faktencheck selber mit dem Handy gleich mal machen. Ich habe vorhin noch auf unserer Stuttgarter Amnesty-Seite ein paar Veröffentlichungen, auch die Petition, nochmal zusammengetragen, die aktuelle. Also amnesty-stuttgart.de findet ihr einen aktuellen Eintrag dazu. Der offene Brief enthält eine Reihe von Detailfragen auch, die geprüft werden müssen natürlich. Ich bin gerade bis eben, bis 14 Uhr, noch in der Jahresversammlung der deutschen Amnesty-Sektion gewesen. Wir haben auch kurz mit dem Vorstand über den offenen Brief gesprochen. Es wird eine Antwort natürlich geben vom Vorstand. Also alle, die ihr auch den offenen Brief unterzeichnet habt, ihr bekommt eine Antwort. Und ich kann auch nur dazu einladen, mit uns zu sprechen. Unsere Internetseite wisst ihr jetzt, habt ihr sicher auch schon gesehen. Wir haben nächste Woche auch wieder eine offene Sprechstunde, da kann man sich einklinken. Also sprecht mit uns. Ich kann mir vorstellen, dass es auch eine Reihe von Missverständnissen gibt, wie wir arbeiten. Lasst uns da einfach zusammen ins Gespräch kommen und lasst uns gemeinsam für die Freilassung von Julian Assange einsetzen. Herzliche Einladung dazu. Vielen Dank. Vielen Dank an Amnesty International Stuttgart. Wir freuen uns.